Du hast eine App auf deinem Android-Smartphone gekauft und sie rechnet dir beispielsweise monatlich oder jährlich Gebühren ab und du möchtest sie kündigen, dann folge dieser Anleitung Schritt für Schritt und du wirst die Kündigung in wenigen Sekunden gemacht haben. Ich bin hier auf meinem Smartphone und jetzt ist ganz wichtig zu erklären, dass du die Kündigung nicht in der App machst, wo du sie wahrscheinlich abgeschlossen hast, sondern das Abo, das wird in den meisten Fällen von Google Play verwaltet. Das heißt, du hast aktiv einen Vertrag mit Google Play und nicht unbedingt mit dem App-Anbieter selbst. Deswegen wirst du wahrscheinlich vergeblich in der App selbst nach einer Kündigungsmöglichkeit suchen. Stattdessen öffnest du die App Google Play auf deinem Smartphone. Und nun musst du oben rechts auf dein Profilbild klicken. Das ist dein Google-Konto. Und hier gibt es dann die Option, Zahlungen und Abos auszuwählen. Und da klickst du dann auf Abos. Hier siehst du alle deine laufenden Verträge mit App-Anbietern und kannst hier nun auf die entsprechende App gehen. Wenn das Ganze unter Aktiv steht, dann wird eine nächste Zahlung kommen. Hier ist auch angekündigt, wann sie kommt. Und in dem Fall möchte ich diese Zahlung nicht mehr leisten. Deswegen klicke ich auf Abo kündigen. Jetzt wird noch gefragt, warum diese App gekündigt wird. Ich klicke in dem Fall auf keine Angabe und ich muss nochmal bestätigen, dass meine Kündigung wirksam wird. In den meisten Fällen geht die Laufzeit dann noch so lange, wie du die App schon bezahlt hast. Dann klickst du auf Kündigung bestätigen. Dein Abo wurde nun gekündigt und du siehst, dass es am, in dem Fall, 23.07.2024 enden wird. In vielen Fällen kannst du dich aber auch dafür entscheiden, wenn du wieder auf dieser Seite bist, auf Erneut abonnieren zu klicken. Dann kannst du ganz einfach wieder ab diesem Punkt das ursprüngliche Abo weitermachen und dann auf Erneut abonnieren klicken. Du siehst also, es ist gar nicht so schwierig, wenn man erstmal weiß, dass man Apps nicht in der App, sondern in der Google Play App kündigt. Weitere hilfreiche Tutorials findest du auf meinem YouTube-Kanal. Abonniere doch deshalb gern Tutorial Center.